Ja, hallo, grüß euch, willkommen auf meinem Kanal. Anfang Februar haben wir und jetzt geht es auch bei mir mit der Anzucht los. Warum fahren wir eigentlich erst so spät an? Es gibt ja ganz viele, die schon im Jänner oder teilweise schon im Dezember angefangen haben. Ich mache das nicht, weil ich arbeite völlig ohne künstliches Licht. Wir haben da den herrlich sonnigen Wintergarten. Gut, jetzt sieht man nicht mehr viel davon, weil es ist schon spät am Abend. Aber wir haben durchwegs sehr viel Sonne da im ganzen Winter. Und ab Februar ist die natürliche Tageslänge schon ausreichend, dass man es eigentlich auch ohne künstlichen Licht vorziehen kann. Man braucht natürlich einen sonnigen Platz. Da reicht oft ein sonniges Südfenster. Gut, das heißt, ich starte jetzt Anfang Februar mit den Chinese Chilis. Das sind die Chilis, die einerseits am längsten zum Keimen brauchen, wo die Entwicklung der Früchte am längsten dauert. Das sind die durchwegs ganz scharfen Varianten, aber es gibt mittlerweile viele mildere Züchtungen, die auch dieses tolle Aroma haben von diesen Habaneros, aber nur wenig Schärfe. Da habe ich ja immer einige im Anbau, die werde jetzt auch mit aussehen. Das ist meine ganze Chinense-Kiste. Mittlerweile ist die Sammlung über 150 Sorten stark, nur allein die Chinense-Chilis. Da sind ja die ganz gefährlichen auch dabei, die Carolina Reaper. Da werde ich auch wieder das eine oder andere anbauen. Gute 30 Sorten habe ich jetzt einmal ausgesucht, die wir heuer in die Erden bringen wollen. Und wie mache ich das? Ich weiche immer meine Samen über Nacht in Kamillentee ein. Ich habe mir da einen Kamillentee angesetzt und den fülle ich mir da in solche Eiswürfelschalen. Warum nehme ich Kamillentee? Da streiten sich ja die Geister im Internet, wenn man das ein bisschen googelt oder so. Manche sagen, das ist Quatsch, manche sagen, das bringt sehr viel. Aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, wichtig ist auf jeden Fall das Einweichen von den Samen. Wenn sie eingeweicht werden, dann kämen sie in der Regel schneller. Das ist auf jeden Fall erwiesen. Ob der Kamillentee jetzt wirklich diese antibakterielle Wirkung hat oder nicht, oder ob er da irgendwas abtötet, was auf den Samen drauf sitzt, kann sein, muss nicht sein. Fakt ist jedenfalls, dass das Einweichen bewirkt, dass sie schneller keimen. Eine andere Methode, die ich jetzt schon bei einigen auch gesehen habe, wäre so eine Keimbeutelmethode, wo man die Samen auf ein nasses Stück Papier oder Küchenrolle hinaufklebt und die dann in eine verschlossene Tüte zum Keimen bringt, ein paar Tage auf dem Heizkörper liegen lassen und wartet, bis da die Samen austreiben. Kann man machen, habe ich bis jetzt nicht für notwendig empfunden, weil, wie gesagt, durch das Einweichen keimen sie eigentlich relativ zuverlässig. Ich mache das eigentlich aber nur auch bei den Chinese Chilis. Das sind ja die, die wirklich am schwersten keimen von allen Chilisorten. Bei Paprika und den anderen Chilis ist es eigentlich nicht notwendig. Kann man auch machen. Wie gesagt, wer Probleme hat mit Keimen, der kann das ja ausprobieren, diese Keimbeutel-Methode. Was ich nicht empfehlen würde, was ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen habe, ist, dass man diese Samen da leicht anschneidet, um den Keimlingen da das Schlüpfen zu erleichtern. Finde ich ein bisschen den falschen Weg, weil wenn der Samen es nicht schafft, aus der Keimhülle rauszukommen auf natürlichem Weg, dann hat sie irgendwas mit dem Keimling, dann ist es vielleicht auch nicht gut, dass der keimt. Also das mache ich auch auf keinen Fall, kann man auch machen. Aber wie gesagt, das halte ich nicht für den richtigen Weg, dass man da das Saatgut ein bisschen anschneidet, damit er sich noch leichter tut beim Rausschlüpfen. Gut, ich habe mir da eine kluge Liste natürlich wieder mal ausgedruckt, damit ich die Samen auch in das richtige Schälchen tue. Ich hoffe, jetzt habe ich es auch richtig geordnet. Muss ich jetzt zur Sicherheit immer wieder kontrollieren. Da diese habe ich ja beschriftet auf der Seite und vorne A1, A2 bis E. Und dann gehen wir los. Die erste Sorte wird die Azi Dulce Amarillo sein. Die habe ich ja auch 2022 im Anbau gehabt. Wenn ich die Sorte im Vorjahr im Anbau gehabt habe, dann nehme ich natürlich immer das frische Saatgut. Einerseits hat man, dann passt sich die Sorte besser an den Standort an und das frische Saatgut keimt da in der Regel am schnellsten.
Falls sie irgendwas verkreuzt haben sollte, dann sehe ich natürlich auch dann sofort im Folgejahr, ob das eh noch die richtige Pflanze, richtige Sorte ist und kann dann immer noch reagieren und sagen, okay, das ist jetzt was Verkreuztes und ich kann wieder auf ein Jahr zurückspringen. Ich hebe mir immer die Samen von mehreren Jahren auf. Gut, das heißt, ich werde jetzt das alles einweichen. Es reicht in der Regel über Nacht 24 Stunden. Das mache ich jetzt. Jetzt ist es sehr finster und dann wird es morgen weitergehen. Morgen werden wir dann diese ganzen eingeweichten Samen in die Erde bringen. So dann, die Samen waren jetzt über Nacht eingeweicht. Da oben habe ich es hingestellt. Dann werden wir jetzt die Anzuchtschalen alle vorbereiten. Ich verwende da immer Anzuchterde, einfach aus dem Baumarkt. Man kann natürlich auch Anzuchterde selbst machen. Ist mir ein bisschen zu mühsam mit dem ganzen Kochen, Dämpfen, damit da ja keine Samen kämen. So viel brauche ich dann auch wieder nicht. Das heißt, ich kaufe mir einfach jedes Jahr eine Anzuchterde. Ich nehme mir diese kleinen Anzuchtschalen. Kann man natürlich auch in größeren machen, aber das finde ich praktisch, weil die passen da schön ins Regal und ich kriege da doch jede Menge Sorten auch rein. Warum nimmt man eigentlich Anzuchterde? Das hat den einfachen Grund, die ist nicht gedüngt, da sind ganz wenig Nährstoffe drinnen und das animiert diese jungen Pflanzen, dass sie mehr Wurzeln ausbilden. Sie wollen ja Nährstoffe suchen und das machen sie natürlich umso lieber oder in dem Fall halt müssen sie es einfach machen, wenn die Erde nicht so viel Nährstoffe hat. Das heißt, sie brauchen mehr Wurzeln. Theoretisch kann man natürlich auch mit einer normalen Erde arbeiten, dann hat man aber nicht diesen Effekt. Die Pflanzen sind da ein bisschen dann schon von Anfang an verwöhnt. Wir wollen sie nicht verwöhnen. Genauso ist es halt auch mit dem Gießen. Je weniger man gießt, umso mehr Wurzeln werden die Pflanzen ausbilden, weil sie einfach das Wasser suchen. Also hat alles seine Wirkungen dann und vor allem, man hat dann kräftigere Pflanzen. Je kräftiger das Wurzelsystem ist, umso kräftiger sind in der Regel auch die Pflanzen. So, dann tue ich das einfach nur ein bisschen festdrücken. Und das war es auch schon. Jetzt ist diese Erde natürlich komplett ohne Wasser. Das heißt, die muss man jetzt einmal kräftig angießen. Ich mache das immer schon, bevor ich da die Samen rein tue. Dann muss ich es nachher nicht mehr nachgießen. Und das Problem ist ja oft bei den Samen, dass sie dann aufschwimmen. Das verhindert man natürlich, wenn man schon vorher kräftig gegossen hat, die Erde. Dann braucht man die Samen dann nur mehr reindrücken. Wirklich kräftig angießen. Da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, dass es jetzt zu viel ist, bis die Pflanzen keimen. Das dauert 4 Tage mindestens. Bei manchen Sorten kann es bis zu 5 Wochen dauern. Bis dahin ist da der Wassergehalt eh schon wieder ein bisschen weniger geworden und da braucht man keine Angst haben, dass irgendwas schimmelt, falls man zu viel gegossen hat. Gut, gehen wir es einmal an. Holen wir mal vorsichtig unser Schälchen herunter. Das muss man natürlich auch noch richtig, nicht verwechselt. So, sowas. A1, genau. Und das Allerwichtigste ist das Beschriften. Ich verwende da immer so Stecketiketten aus Plastik. Ist vielleicht jetzt nicht so nachhaltig, aber die halten ja die ganze Saison. Und wenn man dann einen guten Stift verwendet, da ist wirklich wichtig, wetterfester Stift zu verwenden. Ich verlinke euch einfach das unten im Video, was ich da für Stifte verwende. Die halten einfach die ganze Saison, da kann die Sonne drauf knallen, die Schrift wird nicht ausbleichen.
Die Städteetiketten finde ich auch insofern praktisch, gibt es in verschiedenen Farben und ich verwende dann auch immer verschiedene Farben, auch für die verschiedenen Arten von Chilis. In dem Fall halt für die Chinese Chilis nehme ich rosa und dann gibt es noch in blau, grün, gelb. Jede Farbe und ich verwende es einfach dann für die verschiedenen Kategorien. Dann sehe ich schon auf einen Blick, wo die verschiedenen Sorten sind, was da drin sein könnte. Ja, und dann einfach auch ein wichtiges Utensil. Man tut sich sehr viel leichter, mit einer Pinzette zu arbeiten, vor allem bei den kleinen Samen. Fischen wir es einfach raus. Ich habe jetzt immer 5 Körnchen pro Sorte eingeweicht. In der Regel behalte ich mir dann eine, maximal 2 Pflanzen. Wenn ich da jetzt 5 Körnchen sehe, dann hoffe ich halt schon, dass zumindest 1-2 keimen. Ein paar von den Samen sind älter und da kann es dann schon sein, dass nicht mehr alle keimen. Generell ist es bei den Chilis und Paprika so, dass nach 3 bis 5 Jahren spätestens die Keimfähigkeit schon sehr stark abnimmt. Das heißt, spätestens nach 3 bis 4 Jahren sollte man es dann erneuern, das Saatgut. Man kann natürlich Glück haben und es keimt auch nach 10 Jahren noch was, aber das ist immer eine Glückssache und nicht immer für alle Sorten so allgemein gültig. Also schaut, dass einfach nach 3-4 Jahren das Saatgut erneuert wird. Wie gesagt, ich habe jetzt einfach 5 von jeder Sorte mal eingeweicht und ich hoffe doch, dass zumindest 1-2 von jeder aufgeben. So, die nächste ist die Bohemian Goat. Irgendwie ist das eine schöne, beruhigende Arbeit. Könnte ich stundenlang machen, habe überhaupt kein Problem damit. Wenn sie natürlich nicht so auf viele Sorten geht wie ich, sondern einfach nur eine Sorte anbaut, ihr könnt es natürlich einfach über die Saatschale ausstreuen. Spart euch dann diese Arbeit mit dem genauen Legen. Aber wie gesagt, macht mir nichts. Und wenn dann die Körnchen da liegen, dann drücke ich sie einfach nur so in die Erde hinein. Ein bisschen drauf. Und durch das, dass es so feucht schon ist, spare ich mir dann jedes weitere Gießen. Wo es sowieso immer nur sein kann, dass dann die Körnchen aufschwimmen. Das verhindert man so und die sind schön mit Erde bedeckt, nicht zu tief. Gut, ich mache das jetzt einfach noch und dann werde ich einfach vielleicht noch ein paar Sorten zeigen, was ich da heuer im Anbau habe. Das interessiert euch wahrscheinlich am allermeisten. Das Aussehen und Schalen vorbereiten, das ist eh jedes Jahr das Gleiche. Ich glaube, am meisten würde euch aber interessieren, was so heuer alles bei mir in den Anbau kommt. Darum werde ich die Saatschalen fertig machen und ich zeige euch dann noch, was da für Sorten alles drin ist. Das erste Kistel ist fertig. Einige werden sie sicher mitbekommen haben, dass ich da was umgesteckt habe. Habe ich mir doch tatsächlich in der
Reihenfolge vertan, habe da in der falschen Zeile angefangen. Gott sei Dank bin ich draufgekommen, weil sonst ist es praktisch unmöglich, die Pflanzen auseinanderzuhalten, wenn man sie da schon beim Aussehen vertut. Dann kann man es höchstens noch an den Früchten zuordnen. Es ist einfach nicht möglich, im Nachhinein zu bestimmen. Ich kriege auch immer wieder Fotos zugeschickt von irgendwelchen Sorten, ob ich die bestimmen kann. Es geht halt leider nicht. Nachdem es so viele verschiedene Sorten gibt, ist es praktisch unmöglich. Es sei denn, es ist wirklich eine ganz eine ausgefallene Sorte, wo man es dann eher noch zuordnen kann. Was habe ich jetzt alles da in das eine Kistel hineingesät? Angefangen haben wir mit der Habanero Marubi Yellow. Die war ja heuer in der Best-of-Liste drinnen. Ganz eine tolle, eher mildere Habanero-Sorte mit einem guten Ertrag. Die Habanero New Mex Suave Red und auch die Orange habe ich da in dem Kistel. Ganz milde Sorten. Haben ein tolles Habanero-Aroma, aber nur ganz wenig Schärfe. Was wie die ganz argen Scharfe ist, ist auch dabei. Der Kraken habe ich schon einmal im Anbau gehabt. Hat damals leider nicht sehr viel getragen. Ich hoffe, dass da heuer mehr drauf hängen wird. Mein Favorit bei den Habaneros, die Madame Jeannette, war ja leider im Anbau 22 verkreuzt. Jetzt bin ich auf das Saatgut von 2020 zurückgekehrt. Ich hoffe, dass das dann wieder passt. Was aus Afrika ist auch dabei, Mako, Coco, Yellow, auch was Scharfes. Carbonero, White. Schauen wir mal, ob die tatsächlich so weiß sind, wie sie auf dem Foto dargestellt werden. Von den Gänseschnabeln baue ich wieder zwei verschiedene an. Das ist hier der gelbe und den roten habe ich auch noch. Der kommt ins andere Kistel. Da habe ich gleich mehr ausgesät. Das ist doch immer wieder sehr gefragt, auch bei Freunden und Bekannten. Die hätten dann gerne immer eine Pflanze von denen, weil die alle gern, also weil die gern gegessen wird. Aus Brasilien habe ich noch Cairo do Norte. Chupetinho White darf natürlich nicht fehlen. Fatale Hot ebenfalls wieder im Anbau, war ja auch in der Best-of-Liste dabei. Und eine weitere milde Sorte, Grenada Seasoning. Also eine bunte Mischung ist schon mal in dem Ankistel vertreten, von mild bis ganz scharf. Gut, machen wir weiter und gehen wir das nächste Kistel an. Und das nächste Kistel ist fertig bestückt, wieder eine bunte Vielfalt habe ich mir ausgesucht. Eine Sorte aus den Niederländischen Antillen, Habanero Antilles Caribbean. Die Achi Dulce Amarillo darf natürlich nicht fehlen. Einer meiner liebsten milden Sorten von den Bahamas, Bohemian Goat. Bene Highland ist heuer wieder im Anbau. Die baue ich ja so alle 2-3 Jahre an. Ein ganz tolles zitroniges Aroma haben da die Früchte. Aus Bolivien die Bido Tacana. Eine Züchtung aus Italien, Big Brown Katumbi. Italien ist ja so eine kleine Hochburg der Chili-Zucht. Gibt es ganz viele Züchtungen in den letzten Jahren. Sehr viel ist davon sehr scharf. Billy Goat wieder mal dabei. Eine meiner Lieblingssorten bei den Habaneros. Die Swiss Chocolate, das ist ja mittlerweile meine Favoritin bei den braunen Sorten, bei den braunen scharfen Habaneros. Da ist die Bikino Vermelho, der rote Gänseschnabel, die Sorte, die da heuer im Anbau ist. T-Rex Chocolate wieder, war ja so ertragreich und hat auch ein gutes Aroma gehabt. Die Schärfe ist natürlich enorm, über 1 Million Scoville. Trinidad Perfume, die beste aller milden Habanero-Sorten, die ich bis jetzt im Anbau gehabt habe, darf natürlich nicht fehlen. Aus Indien, was ganz was Scharfes, eine sogenannte Ghost Chili Umorok Red. Und aus Brasilien eine eher mildere Variante, Pimenta Caixo. Da sind die Früchte so in Büscheln angeordnet und stehen aufrecht. Bin ich schon sehr gespannt, wie die werden wird. Gut, ein paar Sorten habe ich noch fürs letzte Kistel. Die mache ich jetzt noch schnell und dann machen wir eine kurze Abschlusssequenz. So, das ist jetzt schnell gegangen. Es sind nur mehr 5 Sorten da übrig, die ich in das letzte Kistel ausgesät habe. Aus Mexiko mit einem Zungenbrechernamen.
Oxkutz, Cabian, Orange, das soll eine der besten Orangen-Habanero-Sorten sein. Bin schon sehr gespannt. Und dann noch ganz was Scharfes zum Schluss. Borg 9 Red, eine Züchtung aus Großbritannien. Chuck Norris Moruga aus Australien von der Hippie Seed Company. Und eine weitere Züchtung aus Italien, die dann in Kanada weitergezüchtet worden ist. Nazgul's Breakfast, der Name klingt gefährlich, die Schoten schauen auch gefährlich aus. Schauen wir mal, ob das auch alles zum Essen ist. Ich glaube ja fast nicht, dass ich mich da drüber traue. Aber Spaß macht es trotzdem auch, solche scharfen Sorten anzubauen. Gut, jetzt kommen diese ganzen Kisteln bei mir ins Regal. Gut, stellen wir es da ins Regal zu den anderen. Dann kommt natürlich der Deckel drauf. Fürs Keimen ist das Wichtigste eine erhöhte Temperatur. 25 Grad aufwärts ist ideal, so 25 bis 28 Grad. Wenn da in der Tags die Sonne scheint, dann kriege ich das leicht hin im Wintergarten. Das heißt, ich brauche da keine zusätzliche Heizmatte oder ähnliches. Funktioniert dann auch so. Solltet ihr Probleme haben mit der Temperatur, dann empfehle ich vielleicht, dass ihr mal umschaut um so eine Heizmatte oder ihr stellt einfach die Kisten auf einen Heizkörper drauf, einfach um die Temperatur nach oben zu kriegen. Sobald die gekeimt sind, dann brauchen sie nicht mehr so viel, dann wäre ideal so 18, 20 Grad, je nachdem wie viel Licht ihr habt. Wenn ihr wenig Licht habt, dann natürlich eher kühler stellen. Wer keine guten Bedingungen hat, dem empfehle ich auch noch eine Anzuchtlampe. Wie gesagt, bei mir da passt es eigentlich von der Helligkeit. Ab Februar sind die Tage ja schon länger und wir haben doch sehr viele Sonnentage auch schon. Wie geht es jetzt weiter bei mir im Kanal? Jetzt der nächsten zwei Wochen warte jetzt einmal, bis das alles gekeimt ist. Dann Mitte Februar geht es dann mit den anderen Sorten los, mit den Macatum Chilis, den Anum Chilis und auch die ersten Paprika werden da in die Erde kommen. Seid ihr natürlich auch wieder dabei und dann wird es hoffentlich schon auch den ersten Fortschritt zum Sehen gehen, dass da das erste gekeimt ist. Ich hoffe oder ich vermute mal, so 4-5 Tage wird es dauern, bis da die ersten keimen. Aber manche ziehen sie ja und dann kann es auch bis zu 5 Wochen dauern. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Euer Tomatenflüsterer.